Hallo, liebe Leute. Okay. Ich habe noch kein Thema für heute, für jetzt, was ich sagen will. Ich muss mal kurz in mich gehen und gucken, was kommt. Okay. Mir kam jetzt gerade die Frage, warum und was ist eigentlich der Sinn des Lebens oder des Lebens, was wir hier auf der Erde haben. Ich glaube mittlerweile, dass wir alle eine Aufgabe haben, mit der wir auf die Erde gekommen sind. Ich glaube, wir haben alle Fähigkeiten und Talente und besondere Eigenschaften an uns, die uns geschenkt worden sind und mit denen wir ja, auf diesen Planeten geschickt worden sind eigentlich. Und unsere Aufgabe im Leben ist eigentlich herauszufinden, was unser Weg ist, wie wir das weitergeben können, wie wir dienen können. Für andere Menschen und auch für den ganzen Planet eigentlich. Ich denke, es geht darum, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, die wir haben in diesem Leben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es von außen wahnsinnig viele Stimmen gibt, die uns sagen, was wir tun sollen, wie wir zu sein haben, was zu uns passen würde, was nicht zu uns passt. Man hat so viel Lärm, der auf einen einwirkt, dass man oft nicht mehr hört, was eigentlich wirklich da drin passiert in einem oder was da wirklich schon da ist, was da schon immer war. Ohne verfälscht zu sein, ohne manipuliert zu sein oder irgendwie, ja, oder irgendwie, dass darauf eingewirkt worden ist. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns kennenlernen, dass wir rausfinden, wer wir eigentlich sind, dass wir uns spüren, dass wir immer mehr unseren Weg gehen. Und dafür müssen wir ihn ja erstmal finden. Und ich glaube, dafür ist es wahnsinnig wichtig, in die Stille zu gehen, mit uns in Berührung zu kommen. Gerade in den Momenten, wo es schwierig ist und wo wir Emotionen in uns haben, die einfach scheiße sind. Also die sich scheiße anfühlen. Sie sind ja nicht scheiße, aber Sachen, die ganz schwer auszuhalten sind. Und gerade dann ist es wichtig, da reinzugehen und mit uns in Kontakt zu bleiben. Und daran wächst man. Weil wie willst du deine Lebensaufgabe finden und den Weg, den du gehen sollst, wenn du dich nicht spüren kannst? Der einzige Weg, der dahin führt, das rauszufinden, was deine Aufgabe ist, ist, dich zu spüren und dich kennenzulernen. Und ich meine damit nicht, dass die Person, von der du denkst, dass du sie bist, sondern die Person, die du wirklich im tiefsten Inneren bist, also dein wahres Selbst, deine wahre Form, dein wahres Wesen, dein göttliches Ich, nenn es wie du willst. Und das ist das, was eigentlich so mitunter die Aufgabe von jedem von uns ist, dass wir dieses Selbst finden und dieses Selbst ist unabhängig von, das ist nicht geprägt von Erziehung oder von der Gesellschaft, sondern das ist einfach pures Sein und pure Lebensfreude und pures Fließen eigentlich, weil dieses Selbst ist eigentlich der göttliche Teil in dir,
drin. Und wenn du dieses Selbst gefunden hast und diesen Teil in dir, dann kann dein Leben fließen und kann sich entfalten und du wirst ganz frei. Solange du anhaftest an dem Ego, an dem Bild, was du von dir kreiert hast, was du denkst, was du bist, das Bild, was auch viele Menschen dir immer wieder gespiegelt haben, wo sie dir gesagt haben, das bist du, du bist so und so, du hast diese und diese Eigenschaft, das und das ist dein Hobby, das ist dein Talent. Das ist das Bild, was du von dir hast und was auch viele Menschen um dich herum wahrscheinlich von dir haben. Und es gilt, das loszulassen und das ist natürlich schwer, weil Ego halt, ne? Ego will halt etwas haben, woran es sich festhalten kann und will etwas haben, was ihm Sicherheit gibt. Und jetzt lässt du dein Bild von dir los, was du die ganzen Jahre aufgebaut hast und gehabt hast und da ist erstmal nichts. Und es macht natürlich Angst oder es fühlt sich vielleicht erstmal nicht so gut an. Aber was du ja bekommst, ist eine ganz andere, viel tiefere, bedeutendere, unzerstörbare Version von dir. Und das ist genau der Punkt, es ist unzerstörbar. Egal was passiert, egal was Menschen dir sagen, dir antun, dieser Teil von dir ist immer derselbe und der kann nicht, kann halt nicht zerstört werden. Und dieser Teil ist weise, dieser Teil weiß, was richtig und falsch ist und was du in deinem Leben zu tun hast. Dieser Teil weiß, was dein Lebensweg ist. Dieser Teil hat unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Weisheit in sich. Und gleichzeitig hast du das ja in dir, weil das bist ja du. Ich hoffe, das ist nicht zu abgespaced. Man kann das verstehen, wie ich das erkläre. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, das Vertrauen zu haben. Vertrauen, dass sich dein Weg auftun wird. Vertrauen, dass du getragen bist, dass du nicht festhalten musst, dass du nicht kontrollieren musst, dass du loslassen darfst. Von dem Weltlichen, von dem, diesem konditionierten Teil von dir. Und dass du einfach fließen lassen darfst. Und dieses Vertrauen aufzubauen ist super wichtig. Aber ich glaube, wenn du das Göttliche schon mal gespürt hast und das Universum um dich herum gespürt hast, dann weißt du, dass da was ist, was dich da durchträgt und dem du vertrauen kannst und da willst du hin. Und dieser Teil in dir, der pur ist und der unverfälscht ist und der unzerstörbar ist, das ist das Göttliche in dir und das ist der Teil, der wirklich was bewirken kann in der Welt. Und da wären wir ja wieder bei dem Thema, was wir am Anfang gesagt haben, deine Aufgabe in der Welt ist es, dieses Selbst zu sein oder zu werden. Ja, du bist es ja schon. Also man sagt, es gibt dieses eine Lied, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Ich bin ein Kind von Sonne, Mond und Sterne. Ich werde, was ich bin. Ich werde, was ich bin. Ich finde das sehr passend und irgendwie sehr schön, weil wir sind es ja eigentlich schon, nur es ist verschüttet. Und es ist nicht mehr spürbar für viele Menschen, leider. Und ich glaube, deswegen sind so viele Menschen auch einfach unzufrieden und fühlen sich unerfüllt, auch mit dem, was sie machen, was sie vielleicht auch beruflich machen, weil die gar nicht richtig spüren, was eigentlich ihr Weg ist, weil sie von dem Selbst, was sie wirklich sind, getrennt sind. Und es ist in uns, wir müssen uns nur auf die Suche machen, das zu finden. Und wenn man das einmal gefunden hat, dann gibt es kein Stoppen mehr, dann gibt es kein Ende mehr davon. Also weil
dann hast du deine Wahrheit gefunden und dann hast du deine Aufgabe im Leben gefunden. Und auch wenn du das nicht gleich umsetzen kannst oder es sich noch nicht so manifestiert in deinem Leben, also in Form von Beruf oder Dingen, die du tatsächlich umsetzt, bist du dann trotzdem das und du gibst dem Raum und lässt es zu. Und alleine das tut schon wahnsinnig viel bewirken in der Welt und für dich selber und für deine Zufriedenheit. Und ja, es ist deine Aufgabe im Leben hier, deinen Weg zu finden und deine Fähigkeiten in die Welt zu bringen, die du bekommen hast, aber dafür musst du eben rausfinden, wer du wirklich bist und werden, wer du bist. Und dafür ist es ganz wichtig, das zu verstehen, dass wir ein Ego haben, was eben etwas über uns denkt, was ein Bild von uns hat. Und wenn dieses Bild zerstört wird, dann bedeutet das für das Ego ziemlich den Tod. Und das will das Ego nicht. Aber darunter liegt eine ewige Wahrheit und die ist viel mehr wert. Und es lohnt sich immer, daran zu arbeiten, das Ego ziehen zu lassen und nicht zu denken, dass das Ego ist, was ich bin. Da muss man sich immer wieder dran erinnern, finde ich. Ja. So, das war's. Das kam jetzt einfach alles raus. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und ja, es ist eine Inspiration. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Danke fürs Gucken.